Ein Gedenkstein im Stephansdom. Das ist schon was. Mit Kompass und Formel. Georg von Peuerbach. Hofastronom, Mathematiker, Dichter und Humanist. Scheint ja nunmehr jeder zu wissen, wie man den Lauf der Sonne liest und sicher ans Ziel gelangt. Davon konnte ich vor 600 Jahren nur träumen. Von Gott zu Google. Erstaunlich. Wie sich alles verändert. Wie heißt denn heute der Hofastronom des Kaisers? Finanzminister? Als ich im Dienst von Friedrich III. Stand, lag es an mir, ihn zu beraten. Gottvertrauen und Politik. Und sogar sein Liebesglück sollte ich berechnen. Kremsmünster, ein Paradies für Nerds. Da haben die Klügsten ihre Köpfe zusammengesteckt. Das war das Silicon Valley der Renaissance. Tja, im 15. Jahrhundert haben wir die Wahrheit in den Sternen gesucht und gefunden. Und in Wien an der Universität haben wir dann die Himmelskunde revolutioniert. Der erste Universitätsprofessor für Astronomie. Das war ich. Mit meiner Planetentheorie konnten wir in die Zukunft blicken. Die Geheimnisse des Orbits lüften. Sei's drum. Dass ich Kolumbus den Kopf gerettet habe, war eh viel wichtiger. Mit meinen Tabellen hat er vorhergesagt, dass der Mond seine Schatten auf Jamaika wirft. Purbachius, finde den Fehler. Das war der Auftrag für meine Mission Impossible. Also habe ich den Himmel beobachtet, die Sternbücher studiert, gemessen und gerechnet, Antworten in der Heiligen Schrift gesucht. Ein Fernrohr wäre hilfreich gewesen. Mein Quadrant musste besser werden. Das Auge allein erkennt nicht alle Geheimnisse. Wenn die Himmelskörper schwanken, gerät die Welt in Unordnung. Vieles habe ich zurechtgerückt, aber Gott bewahre, es kann doch nicht sein, was nicht sein darf.